Herzlich willkommen zum letzten Video der SEO-Serie. Jetzt geht es um die Off-Page-Optimierung, also wie du die Reputation oder den Ruf deiner Webseite online erhöhst. Man könnte das auch ein bisschen so als Public Relations-Maßnahmen beschreiben. Wichtig ist halt einfach, dass es halt für Google einfach eine Verlinkung gibt deiner Webseite. Und jedes dieser einzelnen Links wertet Google eben als ein neutrales Voting dafür, dass deine Inhalte eben gut sind, dass du eben auch außerhalb von deiner Webseite sozusagen in deinem Themenbereich aktiv bist. Erstmal kurz zur Bedeutung von externen Links. Es gibt eine Studie aus 2019, mittlerweile gibt es natürlich aktuellere, die aber im Endeffekt immer das Gleiche sagen. Und zwar wurden dort systematisch mehrere Suchanfragen oder sehr viele Suchanfragen untersucht und welche Bedeutung eben diese externen Links tatsächlich haben. Und es wurde eben herausgefunden, dass die Top-Ergebnisse, also sagen wir mal die Top 5 bis Top 10, da hatten 70-90% der Websites mindestens einen Link. Nicht unbedingt auf den Artikel selbst, aber auf die Webseite. Das heißt, eine Korrelation ist auf jeden Fall da. Interessant ist aber auch, dass die über die Jahre geringer wird, weil Google einfach immer mehr auch andere Faktoren sozusagen einbezieht, weil es ist ja immer so, wenn die Rank-Faktoren bekannt werden, gibt es halt viele Leute, die das irgendwo versuchen zu manipulieren, die dann irgendwelche Links kaufen zum Beispiel. Und das ist ja nicht das, was Google will an der Stelle. Die wollen ja eigentlich bewerten können, wie deine Autorität wirklich ist. Und deswegen bewerten die dann mehr so Faktoren wie eben Markenaufbau, dass deine Marke immer erwähnt wird auf Social Media und solchen Sachen. Nur als ein Beispiel, was Google einfach für Faktoren nimmt, um deine Autorität und Vertrauenswürdigkeit zu bewerten. Aber Off-Page-Maßnahmen lohnen sich definitiv nach wie vor. Eine ganz klassische Maßnahme sind eben Gastartikel, die auch super einfach umzusetzen sind. Das heißt, du einfach auf einer passenden Webseite in deinem Bereich einfach anfragst, ob du dort einen Gastartikel veröffentlichen kannst. Ich zeige auch gleich für einige dieser Maßnahmen hier Beispiele aus der Praxis, sodass du eine Vorstellung hast, wie du das Ganze umsetzen kannst. Eine Alternative zu dem Gastartikel ist eben auch eine Expertenmeinung. Das heißt, dass du jetzt auf einer fremden Webseite, wenn du jetzt zu einem Thema einen Artikel findest, wo du eine Meinung zu hast oder Erfahrung, dann kannst du einfach fragen, könnt ihr mein Zitat sozusagen hier einbinden und meine Webseite verlinken und dann eben nochmal unterstreichen, dass du eben auch Autorität in deinem Bereich hast. Das ist halt einfach eine Möglichkeit, wo beide Seiten profitieren, du aber nicht den Aufwand hast, einen ganzen Artikel zu schreiben, ist auf jeden Fall eine interessante Alternative sozusagen. Dann, was du eben auch ganz einfach machen kannst, sind Verzeichnisse wie Proven Expert zum Beispiel. Ich zeige doch gleich mal das Beispiel. Da kannst du eben deine Websites verlinken. Du kannst Blogkommentare hinterlassen auf passenden Blogs, wo du eben jeweils deine Website verlinken kannst. Kannst in passenden Foren hilfreiche Beiträge schreiben, was, wenn es wirklich thematisch passt, wo sich die Leute auch wirklich durchklicken zu deinen Inhalten, so gesehen auch eine Traffic-Quelle sein kann. Ansonsten kannst du natürlich auch andere Kanäle nach und nach bespielen oder zumindest so weit, dass einfach ein bisschen was außerhalb von deiner Webseite da ist. Also eben YouTube-Kanal ist was super gut mit der Webseite zusammen funktioniert, sowohl für Affiliate-Marketing als auch für Dienstleistungen, weil einfach Videos persönlicher sind als reiner Text. Und hier aber wirklich darauf achten, hier geht es jetzt nicht darum, dass du ja 5 Kanäle gleichzeitig startest, weil häufig schafft man das einfach auch von der Kapazität her gar nicht. Und da ist es sinnvoller, wirklich 1-2 Kanäle sinnvoll zu bespielen, sodass dass man da wirklich auch eine Reichweite aufbaut. Und wenn man da dann eine gewisse Stabilität hat, ich habe ja gezeigt, was jetzt für Google SEO da notwendig ist, und dann kann man eben nachher noch YouTube und so weiter integrieren. Pinterest lohnt sich total eben für Do-it-yourself-Sachen. Also ihr seht schon, hier geht es wirklich auch um den Traffic, dann irgendwann um die Strategie. Dann sind halt die Verlinkungen irgendwo so ein nettes Beiwerk. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass diese Maßnahmen hier, Google weiß ja, dass ihr das selbst machen könnt, also gerade eben diese Verzeichnisse, Blogkommentare, die sind sehr einfach umzusetzen, aber Google weiß eben, dass viele Leute es eben manipulieren, deswegen zählt es nicht mehr so viel. Also Google sieht ja, sind die Links sozusagen im Blogartikel selbst, also im Content, oder sind die eben unten drunter, also in Kommentarsektion zum Beispiel, oder nur im Footer verlinkt oder so. Und dieser Bereich zählt eben nicht so viel, was eben diese Autoritätsweitergabe betrifft. Und deswegen kann man auf jeden Fall machen, so für den Start, bringt aber nicht so extrem viel. Das ist einfach nochmal als zum Hintergrund. Da sind Gastartikel eben schon besser, oder eben die eigenen Kanäle, die dann am besten Fall auch genau den gleichen Namen haben wie die Webseite, einfach für den Branding-Effekt. Du kannst natürlich Interviews durchführen, sozusagen in fremden Podcasts oder Kongressen oder so, und da ist dann auch total natürlich, dass man dort eben auch seine Webseite dann verlinken darf, weil ja eben dann die Leute auch weiterführende Informationen finden sollen, wenn sie sich für deine Angebote interessieren. Dann gibt es noch eine Strategie, die tatsächlich sehr gezielt auf Backlinks eben aus ist, aber auch total smart ist und auch gut funktioniert. Und zwar sogenannte Link-Köder. Die sind teilweise ein bisschen aufwendiger in der Erstellung, aber es gibt auch Beispiele, die gar nicht so aufwendig sind. Und zwar hat hier zum Beispiel dieser Blog Backen macht glücklich, der hat einen Backform-Größenumrechner sozusagen erstellt. Also technisch gar nicht so schwierig, letztendlich einfach das Volumen sozusagen. Also
Also hier geht es halt darum, man hat ein Rezept, was eine bestimmte Backformgröße enthält und man hat aber selber eine Backform, die größer oder kleiner ist und dann hat man hier einfach den Umrechnungsfaktor, sodass man halt die Zutaten entsprechend umrechnen kann. Und das ist eben genau sowas, was gar nicht so schwer umzusetzen ist, aber was einfach dazu führt, dass Leute sowas halt gerne verlinken. Gutes Beispiel ist in dem Fall auch backlinko.com, der hat das Ganze extrem krass optimiert. Der hat ganz viele Artikel geschrieben zu Statistiken. Er hat selber Statistiken durchgeführt, das ist natürlich recht aufwendig, aber natürlich kann es sehr viel bringen. Aber der hat auch Statistiken, ich sag mal, zusammengefasst. Sowas wie viele Leute nutzen Zoom oder Nutzerzahlen zu Social Media und so weiter. Ja? Und da einfach Keywords aufgegriffen und dazu Artikel geschrieben. Und hat darüber extrem viele Backlinks, die teilweise gar nicht ganz konkret mit seinem Thema zu tun haben, was nämlich SEO ist. Aber so hat er halt super viele Verlinkungen bekommen von großen Websites auch und hat so eine Domain-Autorität von über 90 aufgebaut, also schon ein extrem krasser Fall. Aber ja, falls euch das interessiert, guckt euch das Thema genauer an. Und backlinko.com, ihr könnt eben die Backlinks auch in Tools wie Ahrefs oder so eben genau prüfen, falls ihr da eben ja, euch inspirieren lassen wollt. So, ich möchte erstmal für die Praxis eine Art Negativbeispiel zeigen, wie ich es nicht machen würde. Und hier haben wir halt regelmäßig Leute, die halt ja ganz offensichtlich versuchen, ihre Webseite zu pushen und auch ganz gezielt bestimmte Unterseiten. Ich finde es einfach extrem offensichtlich. Sie versuchen alle irgendwie das gleiche Muster zu verwenden. Erstmal, ja, ich würde gerne das machen oder mein Onkel macht das und das. Und dann, daher ist es gut zu wissen, Punkt, Punkt, Punkt. Dabei ist es gut zu wissen, sehr interessant zu lesen war, Punkt, Punkt, Punkt. Also es ist alles so das gleiche Muster. Ist vielleicht nett gemeint. Kann ja auch sein, dass das stimmt, was sie da schreiben, aber für mich klingt es halt irgendwie dann direkt nach Spam. Und was ich euch dir einfach da ans Herz legen möchte, ist einfach, dass ihr wirklich guckt, dass der Mehrwert da ist, dass ihr eure eigenen Erfahrungen, Gedanken mit reinbringt, einfach relevante Fragen stellt, ja, sodass der Blogbetreiber auch Lust hat, das Ganze freizugeben, weil für mich bringt es halt keinen Mehrwert, wenn ich unter dem Artikel jetzt 10 solcher Kommentare freigebe, die alle irgendwie so komisch gleich klingen, sag ich mal. Deswegen gebe ich euch hier an der Stelle auch kein Template an die Hand, sondern möchte euch inspirieren, euch selber Gedanken zu machen, wie ihr hilfreiche Blog-Kommentare schreiben könnt. Dann natürlich meine absolute Empfehlung für Off-Page-Maßnahmen sind einfach Gastartikel. Hier habe ich einfach mal eine Domain genommen von meiner Konkurrentenliste, die habe ich ja schon bei der On-Page-Optimierung gezeigt. Und dann könnt ihr einfach bei Google mit diesem Suchoperator schauen, ob die sozusagen Gastartikel anbieten. Und ich habe dann einfach die Domain eingegeben und eben Gastartikel und sehe dann, dass die schon Gastartikel veröffentlicht haben. Und dann würde ich eben denen einfach Vorschläge schicken, was ich schreiben kann. Was ganz typisch ist für solche Gastartikel, dass die Websites, die wollen keine stumpfen SEO-Texte, das können die selbst, sag ich mal, also die wissen selbst, wie das geht und dass es geht, sondern die wollen viel mehr Erfahrungsbericht haben. Und hier geht es dann wirklich um auch so eine persönliche Verbindung, sag ich mal. Ich kann dir einfach mal an der Stelle sagen, was so meine Gastartikel-Ideen sind, die ich auch demnächst pitchen werde an verschiedene Blogs. Und zwar habe ich eine Food-Koop gegründet mit Freunden. Da geht es einfach darum, den Einzelhandel irgendwo ein bisschen zu umgehen, direkt beim Großhandel zu bestellen in größeren Mengen und das halt in einer Gruppe von vielleicht 10 Leuten untereinander aufzuteilen. Ich habe bei einer autarken Gemeinschaft mitgeholfen bei dem Bauprojekt eines passiv-solaren Gewächshauses. Ist noch nicht fertig, aber die Idee ist auf jeden Fall super und gibt es in Deutschland noch nicht so viel. Das heißt, es könnte auch ein spannender Artikel sein, weil ich da einfach jetzt viel drüber gelernt habe. Spannende Insights hab und Bilder und so weiter. Und ich habe neulich ein Survival-Wochenende im Wald gemacht, natürlich nicht in Deutschland. Und da könnte ich einen Erfahrungsbericht einfach zuschreiben und Leuten halt Tipps geben, wie sie das selber umsetzen können. Hier an der Stelle ist natürlich auch die Experience Keyword Map interessant, die ich bei der On-Page-Optimierung gezeigt habe. Also einfach, dass du deine Erfahrungen aufschreibst und dann im nächsten Schritt schaust, gibt es dazu passende Keywords. Hier würde ich aber auch ganz klar unterscheiden, welche Themen sind für dich selbst interessant, also die man monetarisieren könnte. Alles sowas wie hier Busausbau, da könnte man selber Anleitungen verkaufen oder Leads einsammeln für Newsletter. Das würde ich jetzt nicht für einen Gastartikel machen, dafür ist das Thema zu wertvoll, sage ich mal, und steckt auch eventuell auch zu viel Arbeit drin, auch einfach der Gastartikel an sich. Genau, und die Food-Koop-Gründung ist so ein Thema, wäre eher schwierig zu monetarisieren, dementsprechend eignet sich das total gut für einen Gastartikel, weil ich da einfach, es ist interessant, aber ich gebe nicht zu viel Ressourcen oder zu viel Wert sozusagen weg. Dann zum Thema Verzeichnisse, wie gesagt, bringt nicht so viel, weil Google weiß, dass man das selber sozusagen hinterlegen kann. Hier das Profil von Thomas, hat er ja einfach hier seine Websites eben verlinkt. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt sowas wie Proven Expert gar nicht selber nutzen wollt, direkt Proven Expert fasst ja verschiedene Bewertungen zusammen von ganz vielen Portalen. Und das Interessante ist, dass die in dem Fall ja schon eine Auswahl getroffen haben, welche Portale sind gut und welche eher nicht. Ihr könnt einfach hier mal schauen, ob es hier passende Portale gibt für euer Thema. Also hier sieht man zum Beispiel einiges so zu Anwälten oder hier Recht und so weiter. Dann gibt es hier sowas wie Audible, ne, wo man halt Bewertungen von seinen Hörbüchern und so weiter hat. Und dort kannst du halt überall auch deine Website hinterlegen und das lohnt sich auf jeden Fall, da mal durchzuschauen, ob es da was Passendes gibt, was irgendwie auch Mehrwert bringt sozusagen, wenn du jetzt eine Dienstleistung anbietest, ob es da einen Bereich gibt, der da passend ist und der auch organisch genutzt
werden würde. Auch sowas wie eBay Kleinanzeigen kann ich sehr empfehlen. Damit kann man auch teilweise organisch gefunden werden bei Google, weil eBay Kleinanzeigen eine hohe Autorität hat und so weiter. Zumal die Leute auch auf eBay Kleinanzeigen tatsächlich auch nach Dienstleistungen suchen. Spricht nichts dagegen, dass man einfach mal so 5 bis 10 Profile hier ausfüllt und die Webseite schon mal so einen initialen Push gibt. Und dann gibt es natürlich auch noch das Google My Business Profil. Das ist immer ein bisschen so diese Frage, bringt es für Online-Projekte wirklich was? Ist natürlich primär gedacht, dass man über Google Maps auch gefunden wird. Das ist jetzt ein Beispiel von einem Kinderkleidungsladen, den habe ich mit SEO unterstützt. Und da macht es natürlich auch total Sinn, dass man für den Shop sozusagen hier ein Profil erstellt. Ich würde aber auch generell sagen, dass für alle Dienstleistungen, Beratung, Coaching und auch Online-Shops oder Offline-Shops macht es auf jeden Fall Sinn. Gerade eben diese Bewertungen, die dann öffentlich sichtbar sind und so weiter, das sorgt schon wirklich für ein Vertrauen und zeigt Google auch irgendwo, dass dir halt die Extrameile geht. Dann abschließend noch ein heißer Tipp. Und zwar gibt es von Ahrefs die sogenannten Webmaster-Tools. Die sind komplett kostenlos. Da kannst du pro Account 5 Websites hinterlegen. Ähnlich wie bei der Google Search Konsole bestätigst du halt deine Inhaberschaft und dann hast du halt Zugriff auf sehr interessante Daten. Du hast dort halt eine extrem gute Übersicht über die ganzen Backlinks deiner Webseite. Ich zeig dir gleich nochmal, wie das aussieht. Also ich habe nirgendwo so eine gute Übersicht gefunden wie dort, auch nicht im KW-Finder. Du siehst nochmal richtig gut deine Sichtbarkeit mit den Keywords. Hier ist ja eigentlich die Google Search Konsole so die Nummer 1, hatte ich ja schon erwähnt. Aber es ist schon nochmal interessant, einfach nochmal Daten von einem anderen Tool zu sehen, das so ein bisschen abzugleichen. Und ich finde immer, so eine leicht andere Darstellung bringt dir oft auch nochmal neue Ideen, wie du weiter Inhalte erstellst. Genau, du siehst auf jeden Fall auch die technischen Fehler, also ähnlich wie man das jetzt hier sieht mit so einem Health Score und super gute Empfehlungen, wie du halt die Fehler beheben kannst. Und hier kriegst du wirklich insgesamt eine Übersicht, wo du bei irgendeiner Agentur irgendwie 1000 Euro zahlen würdest und hier kriegst du das halt einfach kostenlos und ist super ansprechend aufbereitet und leicht umzusetzen. Das erste, was ich mir hier anschauen würde, ist unter Site Explorer eben die Backlinks und hier kannst du eben filtern nach Backlink-Typ im Content, weil ja, es gibt halt leider immer viele Spam-Websites, die irgendwie deine Website über Bilder verlinken. Frag mich nicht, warum. Aber auf jeden Fall, wenn du im Content auswählst, das sind dann wirklich die Links im Text. Und das ist ja auch das, was für dich interessant ist. Hier könnt ihr dann einfach mal nach der Domain-Autorität filtern. Also sozusagen die höchste zuerst. Und was hier ganz interessant ist, wir wurden hier verlinkt von einem Ratgeberartikel. Aber der hat unseren Artikel auf NoFollow verlinkt. Das heißt, dass die Autorität nicht weitergegeben wird, was natürlich sehr schade ist. Und deswegen werde ich auf jeden Fall auch diese Website-Betreiber anschreiben und fragen, ob sie unseren Link auf NoFollow setzen können. Also deswegen sieht man allein schon, diese Übersicht hier bringt halt extrem viel, weil einfach nur in der Google Search Console oder so hätte ich das jetzt gar nicht gesehen, dass der Link auf NoFollow gesetzt ist. Neben den Backlinks eben hier die organischen Keywords. Einfach interessant sich anzuschauen, kann man das Ganze auch exportieren und als Pivot-Tabelle anzeigen, wie ich das auch schon im Video zur On-Page-Optimierung gezeigt habe. Und dann könnt ihr einfach eben sagen, okay, das ist die URL und das sind die Keywords, zu denen die eben gefunden wird. Also hier zum Beispiel Prepper wird zu Prepper-Gemeinschaft gefunden und Prepper-Liste. Und so habt ihr dann eben eine gute Grundlage, um bestimmte Keywords eben auszubauen im Artikel. Und dann unter Site Audit seht ihr eine Bewertung von dem Zustand eurer Webseite. Das heißt, hier geht es wirklich in so diesen Bereich technisches SEO sozusagen. Und das heißt hier einfach 93% eurer Seiten sind gut. Und es gibt auch noch ein paar Fehler. Zum Beispiel, es gibt ein paar 404 Seiten. Seiten, die haben Links, die nicht mehr aktuell sind, also wo nichts sozusagen nichts dahinter ist. Und es gibt Bilder, die zu groß sind anscheinend, ja. Auf jeden Fall habe ich mir auch gerade in meine To-Do-Liste eingetragen, dass ich genau diese Fehler hier einfach mal durchgehe und mir das Ganze anschaue. Das ist auch super praktisch, weil Ahrefs ist einfach automatisiert hier crawlt alle paar Tage. Und du dann auch dich per E-Mail benachrichtigen lassen kannst und so eben alles immer im Blick hast. So, noch abschließend ein paar Tipps zur Off-Page-Optimierung. Ich denke, das ist in den letzten Folien klar geworden, dass man Links immer mit Mehrwert setzen sollte. Also auch bei diesen ganzen Verzeichnissen überlegt da wirklich, was ist sinnvoll. Und ja, wenn das auch genutzt wird und da auch Traffic darüber auf deine Webseite kommt, dann erkennt Google das eben auch und das bringt euch sozusagen langfristig einfach viel, viel mehr. Interessant ist noch zu wissen, dass bei geringer Konkurrenz bei Google das kaum notwendig ist, dass man manuell sozusagen Links setzt. Also ich kenne da Beispiele von Websites, die im Bereich Haarpflege unterwegs sind und da gibt es halt so wenig Konkurrenz oder die Artikel sind einfach so extrem gut, dass die halt 40.000 Seiten Aufrufe wahrscheinlich mittlerweile noch viel mehr hat und aber gar keine Gastartikel geschrieben hat oder halt gar nichts manuell sozusagen da gemacht hat, auch keine hohe Domain-Autorität hat, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber die braucht sie eben in diesem Bereich auch nicht. Und so ist bei mir eben auch, dass in den Bereichen, wo ich selbst unterwegs bin, wie autarkes Leben und auch die Bereiche von Kunden, da habe ich das jetzt nie so krass gebraucht, dass man jetzt viele Links aufbaut. Es gibt aber ehrlicherweise natürlich auch Bereiche wie eben Finanzen, Versicherungen oder solche Sachen da, oder Immobilien auch, da ist es teilweise so krass umkämpft und die Konkurrenz kaufen eben Links und da muss man schon teilweise schauen, wie kann man da mithalten, auch in möglichst organischer Art und Weise, weil Links kaufen geht eigentlich halt auch gegen die Google-Richtlinien. Weil Google eben sagt, eben genau das, was ich hier oben im Punkt gesagt habe, Links sollten immer eben einen Mehrwert haben und man sollte Links nie setzen rein, um die Autorität bei Google zu erhöhen, weil
ja, das ist offensichtlich eben eine Manipulation sozusagen. Genau, aber es gibt wie gesagt auch Themen, wo einfach so eine Vertrauenswürdigkeit super wichtig ist, eben Gesundheit, Medizin, Finanzen, also die einfach auch sensibel sind. Da legt Google natürlich extrem viel Wert drauf, dass da vertrauenswürdige Seiten angezeigt wird. Und wenn du in so einem Bereich unterwegs bist, dann ist es dieses ganze Thema natürlich für dich umso wichtiger. Aber dann ist wahrscheinlich auch das Thema PR und Vertrauensaufbau allgemein in deiner Branche einfach wichtig. Und dann sind eben Verlinkungen, die die Autorität deiner Website erhöhen, irgendwo da ein Beiprodukt.